Ja gut, ich mache kurz einen Break und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück im Spiel. Ich habe gerade mal den Erzdämon wieder bis zur Hälfte runtergekloppt. Und wir sind wieder bei den Ätwellen. Also quasi genau da, wo wir eben aufgehört haben. Und ich würde sagen, legen wir direkt wieder los. Also diese Magier sind gerade echt scheiße. Verderbnisschlag des Erzdämon. Oha. Da sterben echt extrem viele. Ich sollte aufpassen. Denn ich bin hier die Einzige, der gerade einen Heiler hatte. Haben wir das. Nehmen wir den. Der ist tot, der auch. Wann kommt der Penner wieder? Vor allen Dingen, wie kann der eigentlich fliegen? Der ist doch abgestürzt. Aber das ist halt wieder mal so eine Logik, die ich nicht nachvollziehen kann. Du olle Kack. Boah, jetzt sei mir nicht schon wieder abgestürzt, Spiel. Boah, ich dachte schon, ey, das wäre jetzt wirklich richtig asozial gewesen. Und meine Win stirbt. Das ist Kacke. Das ist richtig Kacke. Jetzt ist sie die Einzige, die heilen kann. Und ich muss meine Wundumschläge nutzen. Wie kommt der jetzt hier wieder rüber? So, du schluckst gerade meinen Los. Wundumschlag, du frisst das auch. Und dann greifen wir mal gemeinsam. Together. Oh. Wieso greifst du jetzt Morrigan an? Au, 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 au. Wieso kann... Ach so, da oben. Ihr macht das aber mit Schwert und Schild, weil damit seid ihr definitiv stärker beraten. Nieder mit dir. Bitte schlucken Trank. Ja. Verdammt. Das ist einfach scheiße ohne Heiler. Das wollte ich an der Stelle mal gesagt haben. Das ist einfach nur Kacke. Jetzt muss ich hier wirklich sämtliche Wundumschläge, die ich habe, allein deswegen verballern. Und ich habe nichts, um dem entgegenzubieten. Ich habe nur einen Heal. Das alles nur, weil diese Magie, die ich da beschwören habe, genau, beschworen habe,
mit diesem scheiß Feuerball meine gesamte Healerin gekillt hat. Weil sie so unglücklich geflogen ist. Das ist gar nicht gut. Aber ein Glück habe ich mich wirklich gut versorgt. Ich bin dran. So, was machen wir denn? Wir haben verschiedene Optionen zur Verfügung. Ich denke, wir sitzen die Sache einfach so aus. Der Erzdämon ist ja jetzt gleich tot. Ja. Alistair macht es. Boah. Das mach ich hier. Ja! Das nenne ich meinen Sieg. Und dann war es vorbei. Der Tod des Erzdämons war das Ende der dunklen Brut. Und das Gros der Bestien floh zurück in die tiefen Wege. Natürlich würden sie auch in Zukunft gefährlich sein. Doch der Verderbnis war Einhalt geboten worden, bevor sie richtig begonnen hatte. Ferelden war gerettet. Und das ganze Königreich feierte ausgelassen seinen neuen König. Die grauen Wächter waren reingewaschen. Und ein neues Zeitalter hatte begonnen. Aber um welchen Preis? Freunde, wir sind heute zusammengekommen, um jene zu feiern, denen wir unseren Sieg verdanken. Von allen Kriegern, die sich der dunklen Brut in Denerim entgegenstellten, verdient eine Heldin besondere Anerkennung. Jene Streiterin, die den entscheidenden Angriff auf den Erzdämon anführte, weilt immer noch einem leuchtenden Vorbild gleich unter uns. Bürger und Bürgerinnen, bejubelt nun mit der Heldin von Ferelden, den ersten grauen Wächter seit Garahel, der die Verderbnis besiegte. Alsdann, es ist schwer vorstellbar, wie ihr Ferelden noch besser hättet dienen können. Ich denke, ich bin euch dafür etwas schuldig. Gibt es einen Wunsch, den euch der König Fereldens erfüllen kann? Er ist schon gewährt, wenn es in meiner Macht steht. Ich bitte euch, dieses Land den Dalish zu überlassen.
Das Opfer der Wächter sollten nicht die Opfer. Ich habe im Augenblick keine weiteren Wünsche. Wünschte mir nur, der Krone weiter dienen zu dürfen, Majestät. Wie wäre es mit einem Titel und dem damit verbundenen? Ich bitte euch, dieses Land den Dalish zu überlassen, Majestät. Ich glaube nicht, dass das geht. Sollte ich es mal probieren? Ich probiere es einfach mal. Das lässt sich einrichten. Hiermit schenke ich die Hinterlande nördlich der Korkari-Wildnis, einschließlich Ostagars, den Dalish-Elfen. Es ist ein raues Land und es gibt noch viel zu bereden. Doch möge dies nur der erste Schritt der Annäherung unserer Völker sein. Lasst alle wissen, dass das Aaltum Amaranthin, das einst Aalhau sein Eigen nannte, den Grauen Wächtern zugesprochen werden soll. Dort können sie sich sammeln und dem Beispiel all jener folgen, die ihnen vorausgingen. Was habt ihr für Pläne? Bleibt ihr bei den Grauen Wächtern? Die dunkle Brut ist immer noch gefährlich. Die Grauen Wächter brauchen mich. Ich denke, ich kehre zu meinem Clan zurück. Könnte ich eigentlich machen. Ja, komm. Natürlich. Und solltet ihr eines Tages zurückkehren, seid ihr hier stets willkommen. Draußen wartet eine Schar Bürger darauf, einen Blick auf ihre Heldin zu werfen. Ihr solltet euch sehen lassen, bevor sie den Palast stürmen. Sagt es der Wache am Tor, wenn ihr bereit seid. Ja. Ein dunkles Versprechen. So, jetzt mache ich erstmal das hier weg. Ihr könnt mit dem Code eh nichts anfangen, weil ich ihn schon alles eingelöst habe. Hoffe ich doch zumindest. Ja, was könnte ich noch machen? Ich mache mal nochmal Stärke.